Ja, willkommen auf meinem ganz persönlichen Weg ganz nach unten. 1.0 und gleich bin ich wahrscheinlich 800 oder 500 Supply-Spezialist, Coast Control, Typhoon und Firebatcher. Ich nehme ihn hier, auch wenn er keinen Schaff hat. Sah der aus wie Harry Potter oder so. Weil ich das hier ganz cool finde. Also hier, das Team. Oh, sehr gut, sehr gut. Dann mache ich jetzt mal hier das Durchbruchgeschwader. So. Oder? So. Und er wird sehr wahrscheinlich jetzt Crawler bauen. Und ich stell auch Crawler auf, aber defensiv. Und dann mal schauen. Und jetzt geht. Nun gut. Alter, was mit ihm? Die Adlerlinie des Todes. Und er hat nichts gebaut. Aber da bin ich doch. Da bin ich doch mit dem Team hier ganz gut gewappnet, würde ich sagen, oder? Ich könnte jetzt endlich mal Mechanical Rage testen. Ja, das ist auf jeden Fall krass, was er da gebaut hat, oder? Kein R drauf. Er wird wahrscheinlich ihn nehmen gegen mich oder ihn. Ich könnte das auch gegen ihn nehmen. Aber er... Da hinten noch was? Nö. Ich mache das mal so und springe damit dann ein bisschen rum. So, und den hier. So. Und hau die einfach mal weg. Alter! Alter, was ist jetzt passiert? Ich hab drei gekriegt. Keine Flanke. Keine Flanke. Aber wieso? Ach doch, jetzt hat er Flanks gebaut. Okay. Aber die müssen das doch auch machen. Er probiert doch irgendwas aus, oder? Er versucht doch hier Elite-Shit zu bauen oder so, oder? Hier, Elite-Crawler. Ja, Elite. Wer ist denn die Penner Arclights? Ja, das geht doch so nicht. Direkt los, ne? Er macht direkt den Shit. Ja, okay. Machen wir das doch so. Oder? Machen wir einfach weiter. Ah.
Warte mal, wie haben die denn? 44. Allein in Runde 3. Und sie sind live dabei. Das muss ich auf jeden Fall machen, ja. Das war schon okay. Ich versuche das einfach nochmal. Ich verstehe nicht, was er da macht. Er probiert doch einfach aus, oder? Weil die macht, die sterben doch. Wer ist er überhaupt? Ah, ist hier ein Spezialist, naja. Man hätte es geübt, der geübte Beobachter hätte das auch anhand des Boards herausfinden können. Ich sag nicht wie, aber es ist so. Wie geil ist das denn? Das hatte ich ja noch nie. Ich muss es machen. Ey, wenn der Shit macht, mache ich einfach auch Shit. So, getankt habe ich jetzt immer noch nicht. Wieso werde ich nicht bestraft? Schilde, okay. Vielleicht erlebe ich ja auch noch mein blaues Wunder, ne? Aber immer wenn ich nicht weiß, was der Gegner so baut, dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen ängstlich. Jetzt hat er das Schild hingestellt, aber ich kann ja da auch einfach Tarantulas hinstellen. Oder? Jo. Oh, der kann auch noch geupgradet werden. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ja, die machen schon ordentlich Schaden jetzt. Okay, dann ist es bei mir der Clear. Die haben jetzt auch Range gekriegt und damit hauen die alle weg. Nun gut. Und jetzt macht er mich fertig. Beziehungsweise, ich kämpfe eigentlich nur gegen seinen Fass hier. Schauen wir mal, wie das so ausgeht. Und die Buff wäre super. Ist das ein Spiel, Alter? Ist das ein Spiel? Das ist einfach nur krank.
Oh no. Oh no. Jetzt haben die alle ein Upgrade, ne? Und die machen nichts. Die machen ja einfach nichts. Die machen einfach nichts. Und ich habe jetzt auch kein Schaf so richtig. Das ist jetzt so der ultimative Move. Ach, ich muss noch auswählen. Was ist der ultimative Move jetzt? Ja, auf jeden Fall hier Shit hinstellen, würde ich sagen. Und die auf jeden Fall hier drauf schießen. Und nochmal Speed. Die werden zu schnell weggemacht. Krass. Jetzt macht er mich. Jetzt macht er mich. Ich hab's so nicht kommen sehen. Ich hab die viel zu offensiv aufgestellt und ich hab's nicht ernst genommen. Das ist so ein krankes Spiel jetzt. Ich hab voll auf die Schnauze. Nochmal. Nochmal. Weißt du, was ich jetzt mache? Die ultimative Apokalypse. Die sollten eigentlich gar nichts machen, ne? Ich sollte jetzt irgendwas hier mit ihnen machen. Also wenn wir schon Blödsinn machen, dann mache ich einfach weiter Blödsinn. Uah. Er weiß ja jetzt, dass ich es mache. Oh. Panik! Panik! Ich bin so schlecht. Jetzt einfach Storm the Front und ich hoffe, dass die jetzt alle fertig gemacht werden und die dann einfach jetzt die wegpicken. Was da passiert? Einfach nur alle umbringen, Freunde. Mehr müsst ihr nicht tun. Mehr müsst ihr nicht tun. Ihr müsst jetzt alle schießen. Ey, komm, lass mich das bitte holen. Oh no. Es geht in die andere Richtung. Ich will's nicht, es war so knapp. Oh, dieses Spiel. Dieses Spiel. Er schildert doch wieder, ne? Er schildert doch wieder.
Guck mal, wie niemand Upgrades kriegt einfach. Ja, okay. Kann ich mir nicht mehr leisten. Jetzt aber schon. Okay. Keine Ahnung. Ich bin noch wieder an dem Punkt, wo ich überfordert bin. Ich hoffe, die Gen macht jetzt so. Ist jetzt die Magic, weißt du? Dieser kleine, fiese, bösartige. Ich habe so verdient, das zu verlieren, einfach. Die ganze Zeit nicht, ne? Ja, jetzt bin ich weg. Auf jeden Fall ein irres Game. Irres Game. Er macht Blödsinn, ich mach Blödsinn, ich nehme ihn nicht ernst. Dann wird es auf jeden Fall kritisch. Und ich komme nicht mehr raus. Alter. Passiert mir auch nicht nochmal. Und ich habe auf jeden Fall die Marksmen, habe ich viel zu offensiv eingesetzt. Und ich hatte 100 Mal Deployment-Shit. Minus 20 habe ich auch verdient, ey. Habe ich auch verdient. Ich muss das auf jeden Fall ernster nehmen, wenn jemand sowas baut, was ich nicht raffe. Und vielleicht nicht die Marksmen in die erste Reihe stellen. Was cool gewesen wäre, vielleicht auch Tanks mit Latte gegen die Fangs. Die hätten dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser eingesteckt gegen die Charged Shots, obwohl ich gar nicht so richtig auf dem Radar habe, wie stark die sind. Wenn die gegen so einen Panzer kämpfen. Mal schauen. So. Speed, Saber, Fortified und Farseer. Speed. Wir kämpfen gegen Marksmen. Dann stellen wir uns doch so auf. Das hatte ich gesagt, so weiter nach rechts, ne? Können wir hier weitermachen, glaube ich. Er kriegt gleich den Boss und... Dann wird er auf jeden Fall clear spielen, nehme ich mal an. Und dann mal schauen. Also das Problem bei mir noch so, ich habe jetzt so aus dem Stegreif jetzt auch gar nicht so den ultimativen Plan. Was könnte er jetzt machen, was könnte er nicht machen? Ich weiß nur, okay, ich habe jetzt ein Problem gegen Luft. Wenn er cleart, habe ich das Problem, weil er den Boss hat und meine Panzer one-shottet, zum Beispiel. Solche Sachen halt.
Oh, schön. Gegen den Big Boss ist das wahrscheinlich beides gut. Ich denke, wir sollten hier aber den Fast hier nehmen. Weil der auch eine gute Range hat. Vielleicht erstmal von der Seite. Nee, der soll schon mitfahren. Dann. Ich will jetzt auch nicht gegen den Boss kämpfen, so richtig. Speech. So. Eine Flanke rein? Nee, noch nicht. Okay, er hat ihn hier hingestellt. Schade, lieber auf die andere Seite. Eins, zwei Stück hat er. Okay, die sind natürlich auch super clear. Ich weiß gar nicht, was ein Fast hier kontert. So, was soll ich denn da hinstellen? Rhino? Ja, gerne nochmal hier auf den Tower schießen, bitte. Sehr gerne. Danke. Nun gut. Nun gut. Kriege ich wahrscheinlich auch rein. Guck mal, kann ich mir gar nicht leisten. Machen wir das so, dann deckt er schon mal wenigstens das hier ab. Ich will auf jeden Fall, dass der erstmal hier oben drauf schießt und die sich hier drum kümmern. Im Best Case. Line in Runde 3. Alles vorbei. Sehr gut. Gutes Schild. Immer noch keine Flanke. Bisschen Schiss gehabt. Können wir ja nochmal umstellen. Da kommt der Clear. Und ich brauche jetzt noch mehr Damage. Okay, hat er gut gemacht. Jetzt kommen auch keine Crawler von hinten. Hätte ich eigentlich erwartet. Allerdings kommen die einzeln raus. Das müsste gehen hier. Ja, es sind noch ein paar über. So, und das wollte ich haben hier, dass er hier richtig reingeht. Der ist natürlich fies. Und ja, das Level von den Panzern haut auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Können wir noch mehr Panzer bauen eigentlich? Gehen wir den Rage. Mal schauen. Ja, Flanke links noch nicht gedeckt. Schade. Gewitter. Gewitter würde ich. Ist zu teuer, oder? Gewitter ist zu teuer. Ich skippe, weil ich will auf jeden Fall noch einen Fast hier haben. Und ein Panzer. Ja, das ist alles Bullshit, ne? Das ist eh nichts Halbes und nichts Ganzes. Den müsste ich eigentlich. Bin nicht stolz.
Ich bin nicht stolz. Ganz fies. Jetzt sind noch meine Tanks halt, ne? Und ich muss hier schneller, ich muss ja eigentlich schneller rein, oder? Damage, ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit Damage. Das Coolste, was ich habe, sind die Phase hier. Gut, ich könnte denen auch Damage geben, den Tanks, ne? Das ist ja nicht. Nee, das will ich nicht. Ich skip wieder. Und die Upgrades gehen rein. Noch weiter. Dann mal gucken. Guck mal wieder das Schild. Diesmal nicht. So, jetzt machen die Panzer. Haben hier ein bisschen mehr Wumms, sind ein bisschen schneller, hoffe ich. Wir sind am Turm, sehr schön. Und der hat hier. Ach so, der lädt sich wieder auf, der Hund. Jo. Was als nächstes? Was kommt jetzt zwischen die Panzer? Zwischen die Panzer. Kann er mir nachhalten, ich vergesse die Upgrades. Hab ich jetzt. Oh Gott, ich bin ein Noob. Ich bin so ein Noob. Das kann weg. Ich will ihn aber trotzdem da oben halten ein bisschen. Er ist immer noch ein Ding. Okay. Ein fieser Flammenwerfer. Bösartiger. Gut, gegen die Tanks kann er, glaube ich, nicht so viel ausrichten. Aber wir brauchen jetzt natürlich Damage gegen den Dude hier. Und dann haben wir immer noch hier den Big Boss da hinten. Den kriegen wir nicht. Hier haben wir es, hier hat er es auch irgendwie geschafft. Aber wie? Wie wär's mit Fortress?
Ja, aber du hältst die Bachelor. Die nochmal hier hin. Und dann mal gucken, wie das so läuft. Ein bisschen durchpreschen lasse. Nun denn. Keine Flanke, bitte, 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 bitte. Okay. Normalerweise, wenn ich Fortress baue, dann geht das immer in die Hose. Immer noch eine Schafflinie. Aber die ist jetzt so langsam ausgedünnt, würde ich sagen. Okay. Wow, das ist viel Schaden. Das ist viel Schaden, GG. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ich habe eigentlich eine Flanke erwartet auch. 23, 1280. Boah, bin ich abgefallen. Heftig, 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 heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich muss auf jeden Fall wieder täglich spielen. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal. Das ist nur einmal die Woche spiele und dann mehrere Spiele hintereinander und irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal reinkommen und wenn ich reingekommen bin, habe ich zwei Spiele, wo es gut läuft und dann habe ich schon wieder zu viel gespielt, weißt du? Ich habe natürlich grundsätzlich auch Bock mehr zu zocken, aber es geht nicht. Verstehst du das? Das geht nicht. Ach ja. Fortify, Supply, Quick Supply, Marksman. Wir haben Chaff hier. Wieder mit Tanks, Fortified. Auch cool hier mit den beiden. Aber ich vermisse die Range. Ich vermisse die Range einfach. Hm. Im Fortified. Gegen Typhoon Spezialisto mit Panzern und Fangs. Ich nehme mal an. Dass das hier eher defensiv wird. Nicht wie die Marksmen hier vorne hinstellen. Deswegen würde ich sagen, ich spiele auch Fangs. Und guck erstmal, was hier so los ist. Über so. Oder so. Ja, im Zweifel so, ne? So. Nicht, dass die auf irgendeinen nach innen gezogen werden, dann sind meine Tower im Arsch. Mal kicken. Okay. Also ziemlich breit auch ziemlich langsam. Dann wäre das gut, wenn man jetzt Reichweite hätte.
Okay, das ist schon mal ganz gut. Allerdings ist er jetzt schon drauf. Marksmen können arbeiten. Auch nicht schlecht. Passt alles. Nur reicht es. Man weiß es nicht. Ja, wird reichen, nehme ich mal an. Oh, da sind noch kleine Bangs. Dann wird es wohl nicht reichen. Skippe und hole mir Raketen. Warum? Weil wir es können. Wir sind langsam. Und also die Raketen selber auch. Die sind ein bisschen schneller. Das heißt, sie sind auf jeden Fall safe. Links und rechts noch nicht so ganz. Vielleicht nochmal Fangs hier. Aber selbst wenn er Crawler spielt, werden die von denen abgefangen. Und alles andere ist ein gefundenes Fressen für die Raketenwerfer. Okay. Vielleicht können die noch was machen. Nur der Marksman geht hin, Alter. Nur der Marksman geht hin. Wer hat das Item? Niemand. Komm, die Volleys müssen jetzt sitzen. Bitte, 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 bitte. Jetzt verliere ich schon wieder. Ich habe es noch gesagt. Ich sollte das einfach sichern. Womit sichere ich das jetzt am besten? Das ist schon gut, oder? Decreases Range. Nee. Wir machen das so. Und in der Mitte brauchen wir auch noch was. So, dann stellen wir auf einer Seite ein Schild. Und zwar hier. So viel Damage hat er hier nicht. Nur er hier. Oh, so viel Damage hat er hier nicht, hat er gesagt. Aber ich habe auch Damage. Jetzt geht er gerade raus. Peace. Tja, jetzt brauchen wir mehr Chaff, ne? Der macht einfach weiter. Der macht einfach weiter. Der ist unzerstörbar jetzt mit dem Ding. Der Funkspezialist, war der eben auch schon da? Geht so, ne? Weiß ich nicht. War der da? Oder hat er sich direkt so ein Monster gekauft? Was nu? Die Balls macht er doch fertig. Oh. Clear habe ich schon da. Aber die Balls macht er doch fertig. Alter, ich weiß es nicht.
hole ich mir im Zweifel eher, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ganz schlimm. Was mache ich jetzt mit den Balls? Ey, was mache ich jetzt mit dem hier, mit dem fiesen Dude? Auch von denen hier. Ich auch immer so viele holen muss, ne, von einer Sorte. Wir sind überall. Wir sind überall! Wir sind in der Wand! Das ist zu schnell. Wir brauchen auf jeden Fall Range. Das reicht der Damage nicht aus, ne? Oh, es ist hier wieder der Clear. Die UFO. UFO Range. Und Phoenix Range, dann habe ich schon wahrscheinlich wieder kein Geld mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht so geil. Ich brauche die Kohle jetzt. Mensch. So. Links war es der Clear. Kommt noch einer dabei. Okay. Alter, und er macht sie direkt fertig, ne? Ja, okay. Und hier? Immer noch, die sind zu weit vorne. Die werden hier vom Big Boss gemacht. Alter! Egal, wie du es machst. Egal, wie du es machst. Aber er hatte auch das Schiff, ne? Er hatte auch das Schiff. Okay. Ist der Big Boss. Letzte Chance, würde ich sagen, den Big Boss fertig zu machen. Aber wie? Rhino kann ich da jetzt auch nicht mehr hinstellen. Unzufrieden. Sehr unzufrieden.
Ja, noch Range. Und trotzdem. Anti-Air. Ich muss die UFOs, ich muss das UFO verkaufen einfach. Okay, das UFO links. Ah, ich bin jetzt eh tot, ne? Ich bin jetzt eh tot. Und dann ist es schon GG. Auf Wiedersehen. Mann. Los geht's. Minus 20 wieder. Boah. Und was macht er? Er spielt einfach weiter. Er sollte jetzt nicht weiterspielen. Er hat keinen guten Tag. Er ist mit den kleinsten Dingen überfordert und er redet schon von sich selbst in der dritten Person. Aber wenn ich von mir in der dritten Person rede, dann sind wir schon mal 3 gegen 1. Das ist schon mal gut. Ist ja klar. So, wer ist der Gegner? Hat nicht gesehen. Egal. Wir spielen heute ohne Gegner. Wir brauchen sowieso keine Gegner. Gegner sind viel zu schwer. Warum sind hier eigentlich Gegner drin? Ist auch keiner. Naja, versuchen wir jetzt mal zu gewinnen. Komm, Course Control mit Spiderbots. Was dazu? Damage. So eine geile Idee war. Ich dachte mir, der ist langsam, also pushen und ich habe mir direkt meine Wellen eingerichtet. Ich habe gar nicht geredet, ne? Ich bin überfordert irgendwie gerade. Also konzentrationstechnisch ist nicht gerade auf dem höchsten Niveau. Ja. Und die 50 ist halt von meinem Spezialisten quasi so, dass ich das nicht verliere. Mal kicken. Gut. Ich nehme die Raketenwerfer. Kommen relativ aggressiv hier hin. Nice. Und einmal so ein bisschen die splitten. Dann hier schon mal eine Flanke sichern. Beziehungsweise die kann weiter oben gesichert werden, ungefähr so. Und was wird da jetzt kommen?
jeden Fall eigener Schaff, aber ich meine, Clear habe ich ja. Aber auf jeden Fall Bock auf noch eine Einheit. Ich würde ja sagen, das ist nur ein Scharfschütze. Bisschen versetzt vielleicht. So. Ui, 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 ui. Sehr guter Call. Hoffentlich sind die schon fertig. Fertig. Komm, ein. Ja. Okay. Hat auch ganz gut funktioniert. Die kommen natürlich jetzt ran, aber ich krieg schon mal ein paar. Der hat auch ganz gut funktioniert hier. Wenn wir jetzt hier noch Schaff nach oben fallen, fahren lassen, geht das auch ganz gut, würde ich sagen. Na gut. Wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Upgrades, Upgrades, Upgrades. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Wespen. Er muss geupgradet werden und... Ja, die kommen halt hier. Die nehmen wir auch mit. Jetzt hat er Tanks. Alles, was, da, was ich da sehe, ist halt nicht so geil gegen die Luft und ich brauche auch Damage. Lieber so. Mal gucken. Also Single-Target-Damage. Gegen die Wespen, scheiße. Okay, aber das mache ich ja auch. Das wird noch nicht so geil sein. Für die Herrschaften hier. Ihr könnt gerne hier nach hier oben weiterfliegen. Das wäre okay. Ich dachte, zwei Stück machen es einfach nicht mehr. Gut. Die machen es. Dann können die länger drauf schießen. Das ist okay. Die können den ganzen Tag drauf schießen. Und wir kriegen sogar einen zweiten. Kriegen wir ihn rechtzeitig? Nee. Geht so. Aber jetzt den nächsten. Komm. Gut. Gut. Bombardement. Ich würde sagen, ja. Ich sage ja zu Bombardement. Wenn er noch was dabei stellt, bin ich natürlich im Arsch, ne? Da sind die Mustangs. Spiele ich einfach mal zwei Rhinos. Ah, das ist ja Bullshit. Das mache. Okay, die hauen hier auf jeden Fall ordentlich rein, das ist schon mal gut.
Der Rhino müsste hier den Rest klären, ne, oder? Ist okay. Ist okay. Panzer Level 2. Hält Sledgeho. Ja, mal gucken. Hätte er nochmal zuschlagen können. Eine Nuke. Ich glaube, ich kann ihn jetzt fertig machen. Allerdings, wenn er die Nuke spielt, dann nicht so. So. Ich wollte ihn fertig machen mit einer Flanke. So, random Rhinos, ich glaube, die kommen ganz gut. Jetzt habe ich den Knopf schon gedrückt. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, das war eben ganz gut hier. So. Platte. Hätte ich auch sehr gerne auf meinen Panzern. Nein, das war nicht ganz gut, weil die jetzt abgefangen werden. Mein Gedächtnis, ne? So, und sind die Rhinos jetzt wirklich gut? Machen die jetzt irgendwas hier? Ja, die lenken auf jeden Fall ordentlich ab. Kommt hier direkt der zweite. Nur die Raketen machen halt nichts mehr, weil die abgefangen werden. Tower durch die Minen. Dann haben wir ihn schon vielleicht. Das wäre sehr schön. Nicht. Okay, okay. Ich glaube, der kommt gut, oder? Der kommt hier richtig gut. Und Upgrades wieder. Ja, so langsam müssen wir gucken. So langsam müssen wir gucken. Verkaufen wir raus, nur der Chaff fehlt, ne? Und so Einheiten, die so ein bisschen, ja, die auch ein bisschen Wumms haben. Und die graden hier überhaupt nicht ab. 28 Sekunden, was soll ich machen? Scorpion. Allerdings bräuchte der jetzt noch. Range, ne? Panik-Scheiß. Okay, dann los geht's. Und schon wieder überfordert. Scheiße. So, macht er hier irgendwas? Lieber, was hier passiert. Wir feuern zu spät. Wenn die Range hätten, wäre schon geil.
Die können jetzt arbeiten. Ist auch weg. Okay. Ja, ein bisschen weniger Damage bitte. Dann würde ich sagen, lassen wir die Rhinos explodieren. Die Rhinos lassen wir explodieren. Und protecten die hier. Kaufen können wir den auch. Kommt hier einfach noch einer hin. Schön in die Mitte. Ja, Schild dabei oder muss auch aufpassen, Wespen und so. Ich würde gerne noch so ein Rhino mit Geleitschutz hier reinschicken. Der einen richtig Bums hat. Hier zum Beispiel. Schön straight. Upgrade. Nein, 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 nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich Idiot. Ich nicht schon wieder. Okay. Was noch? Was kann ich noch machen? Ich sag mal Schilde. Ich sag, was sind die Schilde? Vielleicht kriegen wir einen. Mal gucken, was das Kommando hier macht. Ah, ja, bisschen. Meinen eigenen umgebracht. Keine Luft anhalten. Heute keine Luft anhalten. Level 3 Wespen, wo kommen die her? Man weiß es nicht. Okay, so viel zu meinem Überraschungsmove. Tja. Kommt er da noch raus, der Herr Engineer? Ja, mit einer Nuke. Was denn sonst? So. Er darf hier gerne wieder verkauft werden. Ja, und die Wespen sind halt fies. Also, sehr aggressiv hier. Wieder leiden. Können wir sonst noch was machen? Anti-Air oder sowas? Können wir was verkaufen? Nein. Tja. Schön wir einfach nochmal gegen seinen Nuke. Der haut wirklich einer rein. Okay. Er kriegt meine Fortress. Oh mein Gott. Komm doch jetzt runter. Oh, eine Sekunde. Oh, die sterben einfach nicht hier, ne? Die sterben einfach nicht und es ist alles tot bei mir. Scheiße. Scheiße.
Die UFOs bringen jetzt auch nichts mehr, ne? Hier die Dudes platt machen. Und spielen jetzt einfach noch mehr Fortresses. Aber was können? Ja auch, natürlich. Hab ich vergessen. Tut mir leid. Sorry, ich spiele komplett unkonzentriert. Okay, die Würmer sollen länger ablenken, die Minen natürlich auch. Die sollen alle potenziellen Wespen platt machen und hier die auch gerne mal so ein Artilleriefeuer direkt auf die Wespen. Das wäre super. Scheiße. Die nehmen sich selber aus dem Verkehr. Jetzt kommt die Rakete. Aber er macht es vorher noch, ne? Warum ich? Dann bin ich jetzt tot. Die ganze Elite steht hier noch. Ah, okay, GG. Oh Mann. Nicht gut. Ach ja. Verdient. Nett, dass er GG schreibt, aber ich habe echt schlecht gespielt. Ich versuch jetzt jeden Tag wenigstens eine Runde zu spielen. Okay, versprochen. Dann bis demnächst. Und dann wird wieder leider die 1-3 angegriffen, nicht mehr die 1-4. Schön, dass du dabei warst. Ciao.